Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute habe ich mal wieder einen Booktag für euch, nämlich den Bücher machen Freunde Tag. Und zu diesem hat mich die liebe Ruth vom Kanal Zwischen tausend Zeilen getaggt. Und sie hat diesen Tag auch ins Leben gerufen, und zwar mit ihrem Buchclub All You Can Read. Und ich verlinke euch deswegen mal Ruths Kanal sowie alle anderen Kanäle unten in der Infobox. Dann könnt ihr da auch gerne mal vorbeischauen. Ich muss sagen, ich habe bisher nur Ruths Video gesehen, weil ich mich immer ungern zu sehr beeinflussen lasse bei den Antworten. Werde aber auch gleich noch die anderen Videos von allen anderen Mitgliedern mir angucken und bin da sehr gespannt auf deren Antworten. Der Tag besteht aus 7 Fragen bzw. Aufgaben, die sich halt eben rund um das Thema Freundschaft drehen. Und deswegen gefällt mir dieser Tag auch so gut, weil ich finde, Freundschaften sind ein sehr, sehr wichtiges Thema für Bücher und einfach auch verschiedene Repräsentationen von Freundschaften, wie Freundschaften verlaufen können, wie sie entstehen können, wie Freunde sich gegenseitig stützen können oder vielleicht auch mal auseinanderbrechen können. Ich finde das einfach ein so breit gefächertes Thema, was man ja einfach gut für Bücher nutzen kann, und finde, es hat für mich persönlich manchmal sogar einen höheren Stellenwert als Liebesgeschichten in Büchern. Ich weiß, es ist wahrscheinlich so eine unpopuläre Meinung, aber ich persönlich kann eher mal auf eine Liebesgeschichte in Büchern verzichten als auf eine richtig gute Freundschaft. Und ja, deswegen freue ich mich auf diesen Tag und würde sagen, ich lege direkt los. Die erste Frage lautet BFF, Best Friends Forever. Mit welchem Buchcharakter wärst du gerne im echten Leben befreundet? Und ja, da habe ich eigentlich auch eine gleiche Antwort wie Ruth. Der erste Charakter, der mir tatsächlich auch gleich eingefallen ist bei dieser Frage, ist nämlich Nina aus Six of Crows, weil sie einfach irgendwie so ein lieber Charakter ist und einfach irgendwie, auch wenn man ihr, glaube ich, viel, viel Spaß haben kann. Sie liebt Waffeln und ja, wer liebt nicht Waffeln? Und ja, ich glaube einfach, dass sie ein großartiger Charakter wäre, mit dem man viel auch so abends einfach ein bisschen quatschen kann und so. Und einfach ein sehr entspannter Charakter. Und ja, deswegen ist Nina tatsächlich die erste Person, die mir dabei eingefallen ist. Ich habe jetzt aber auch noch eine zweite Person mir extra rausgesucht, die mir quasi auch direkt danach eingefallen ist, die auch so vom Vibe her so ein bisschen ähnlich ist, aber halt nicht aus einem Fantasy-Buch. Und zwar Molly aus The Upside of Unrequited von Becky Abatelli. Ja, auch da ist es wieder so, dass ich irgendwie viele Gemeinsamkeiten irgendwie mit ihr sehe. Also sie ist auch so ein eher ruhigerer Charakter, der auch genau wie ich so ein bisschen seine Zeit braucht, um halt irgendwie mit Leuten klarzukommen. Und da sehe ich halt sehr viele Gemeinsamkeiten, und ich glaube, dass man, sie ist so jemand, man kann viel Spaß mit ihr haben, wenn man sich halt ein bisschen näher kennenlernt. Genauso ist es bei mir auch irgendwie. Ich bin am Anfang ein bisschen verschlossener, ein bisschen ruhiger, aber wenn man mich erstmal ein bisschen kennengelernt hat, dann geht's richtig ab sozusagen. Und ja, ich glaube, dass ich mich deswegen auch irgendwie mit Molly ganz gut verstehen würde, weil wir da, glaube ich, ganz gut so auf einer Wellenlänge liegen würden. Die zweite Frage lautet Thelma und Louise. Nenne ein Buch, in dem die Freundschaft zwischen zwei Frauen im Vordergrund steht. Und da habe ich jetzt auch wieder zwei Bücher rausgesucht. Eins habe ich jetzt gerade erst vor wenigen Tagen beendet, und das ist auch deswegen wieder das, was mir als erstes irgendwie in den Sinn kam. Und zwar ist es Crescent City von Sarah J. Maas. Und das ist eigentlich nur so eine halbrichtige Geschichte, weil die Freundschaft, also ohne zu viel zu verraten, weil das schon so ein bisschen spoilern würde, die Freundschaft an sich ist gar nicht so im gesamten Buch vertreten, aber sie ist irgendwie so ein übergreifendes Thema und etwas, was irgendwie die Protagonistin auch in ihrem Handeln sehr, sehr stark lenkt und was sie sehr, sehr stark beeinflusst hat und einfach irgendwie was ihr ganzes Leben geprägt hat. Und deswegen finde ich, dass einfach dieses Buch eine Freundschaft von zwei Charakteren sehr, sehr gut widerspiegelt. Ich habe aber auch noch ein zweites, was tatsächlich, wie ich finde, die Frage vielleicht ein bisschen besser beantwortet, weil es da wirklich um, ja, wirklich viel um die Freundschaft geht und die halt noch mehr im Vordergrund steht. Und zwar ist das Truth Witch von Susan Dennard. Und ja, das ist auch wieder eine Fantasy-Reihe,
die, wie ich finde, ziemlich underhyped ist. Also sie wurde am Anfang, als sie rauskam, ein bisschen mehr gehypt, aber mittlerweile ist das alles ein bisschen so abgeflacht und ich finde, diese Reihe war super genial. Und im Deutschen ist auch, glaube ich, nur der erste und zweite Teil bisher rausgekommen. Im Englischen gibt es 3 Hauptbände und eine Novelle. Und es geht auch immer noch weiter. Also der 4. Hauptteil kommt jetzt dieses Jahr raus. Und ja, in diesem Buch geht es halt wirklich richtig vordergründig um die Freundschaft von 2 Charakteren. Nämlich von Safi und Isolde. Und ja, die beiden sind halt verschiedene Hexen. Also es gibt in dieser Welt verschiedene Hexenkräfte. Und die beiden sind am Anfang dieser Geschichte auch schon dicke Freunde. Wie übrigens bei Crescent City auch. Also da hat man halt auch gleich schon eine etablierte Freundschaft am Anfang der Geschichte und werden dann aber ziemlich schnell hier so auseinandergerissen und müssen eigene Wege gehen und sind dabei aber immer auch im Gedanken bei den anderen und das ist einfach, wie gesagt, eine großartige Geschichte, weil ich auch einfach diese Freundschaft sehr, sehr gerne mochte und ja, wie gesagt, das war einfach sehr, sehr stark im Fokus und das fand ich halt sehr, sehr gut bei dieser Geschichte. Die dritte Frage lautet Goonies, ein Buch mit einer abenteuerlustigen Clique. Und da hätte ich auch so viele Bücher nennen können, weil es so viele tolle Bücher gibt mit so einem Squad, der sich irgendwie zusammenfindet und Abenteuer erlebt. Six of Crows hätte ich da auch definitiv nennen können. Ich habe mich aber dafür entschieden, bei jeder Frage immer ein anderes Buch zu nehmen. Und deswegen habe ich auch hier wieder ein Buch genommen, was ich erst vor kurzem gelesen habe. Und zwar Chain of Gold von Cassandra Clare. Das ist mittlerweile die 5. Reihe schon in der Schattenjägerwelt. Und in dieser haben wir halt wirklich eine sehr, sehr große Clique. Also es spielt zeitlich gesehen einige Jahre nach den Infernal Devices. Und das Ganze spielt halt mit den Nachkommen von den Charakteren aus den Infernal Devices. Und es gibt hier wirklich sehr, sehr viele Charaktere. Und was mir hier dran eigentlich ganz gut gefallen hat, war, dass es auch wieder so eine festgelegte Clique am Anfang auch schon gab. Also die Bande, die hier drin bestehen, die waren auch relativ gefestigt schon am Anfang. Anders als bei anderen Reihen von Cassandra Clare, also zum Beispiel Infernal Devices, wo ja ein Charakter in eine Clique hinzukommt und die Leute neu kennenlernt und so, war das hier halt schon so, dass es viele Freundschaftsbande hier schon gab und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und einfach die Schattenjäger, ich meine, die erleben immer irgendwelche Abenteuer und auch hier ist es wieder so, dass es wieder viele Kämpfe auch gab und deswegen war das einfach so die erste abenteuerliche Clique, die mir jetzt bei dieser Frage in den Sinn kam. Die 4. Frage lautet, damals und heute, Freundschaft über Jahrzehnte. Nenne ein Buch, in dem es um das Scheitern oder Bestehen einer Freundschaft geht. Und das Wort Jahrzehnte passt hier nicht so ganz, weil es keine Freundschaft ist, die über Jahrzehnte schon bestand. Aber es ist trotzdem das erste Buch, was mir eingefallen ist, wenn es um das Scheitern von einer Freundschaft angeht. Und zwar ist es Dear Sweet Pea von Julie Murphy. Und ja, das ist ein Middle-Grade-Roman, das heißt, die Charaktere sind halt auch noch jünger, also ich glaube, die sind so 12, 13 oder so, würde ich sagen. Und es ist natürlich keine jahrzehntelange Freundschaft, wobei die sich halt auch schon mehrere Jahre auf jeden Fall kennen. Aber es geht halt im Prinzip um 2 Freunde, die sich so auseinandergelebt haben quasi. Und so die eine ist so ein bisschen, hat so das Bedürfnis, sich mehr mit etwas erwachseneren Leuten sozusagen abzugeben und die andere ist halt noch ein bisschen kindlicher geblieben und ich fand einfach diese Repräsentation in diesem Buch so grandios. Ich konnte das so gut nachvollziehen, wie halt einfach Freundschaften zerbrechen können, wie das halt einfach so manchmal seinen ganz normalen Lauf nimmt. Ich meine, ich bin jetzt schon ein bisschen was älter und ich habe das schon so oft erlebt, einfach mich mit Freunden auseinanderzuleben und man hat einfach irgendwie plötzlich andere Interessen und so. Und genau so habe ich mich halt in diesem Buch auch wiedergefunden. Und deswegen war auch das wieder so das erste Buch, was mir bei dieser Frage in den Sinn kam. Die 5. Frage lautet, tierische Freunde. Nenne ein Buch, in dem es tierische Gefährten gibt. Und da habe ich mich jetzt entschieden für Ashes and Souls von Ava Reed. Und in diesem Buch gibt es Mim und Pan. Und ich möchte nicht zu viel verraten über Mim und Pan, aber sie sind im Prinzip so ein bisschen
hundeähnlich. Ich habe mir die beiden so ein bisschen mopsartig immer so vorgestellt. Die haben aber halt auch noch so eine ganz bestimmte andere Form, sag ich mal, und haben halt auch noch bestimmte Kräfte. Die sind nicht einfach nur Hunde. Und die beiden sind aber so im Herzen schon irgendwie so typische Hunde, weil sie der Protagonistin Mila sehr schnell treu sind und die beiden sind sofort irgendwie total schockverliebt in Mila und Mila ist total schockverliebt in die beiden und deswegen war das auch wieder so das Erste, was mir dabei in den Sinn kam, auch weil ich gerade den zweiten Teil gelesen habe und die mir natürlich deswegen noch mehr im Kopf waren. Aber ja, Mim und Pan fand ich einfach beide auch so zuckersüß und habe die deswegen sehr, sehr geliebt. Die sechste Frage lautet: Frenemies, eine Buchfreundschaft, die von witzigen und schlagfertigen Dialogen lebt. Und da habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil irgendwie alle Bücher, die mir als erstes in den Sinn kamen, waren so Bücher mit Liebesgeschichten. Also wenn es halt irgendwie so Hate to Love ist zum Beispiel, dann sind ja auch die Dialoge oftmals ein bisschen schlagfertiger und witziger. Und habe aber irgendwie spontan nichts gefunden, wo es nur rein um Freundschaft ging. Und ich habe jetzt ein Buch, was so halb passt, wie ich finde, obwohl es halt auch eher Liebesgeschichte ist. Aber ich habe mich jetzt entschieden für Red, White and Royal Blue von Casey McQuiston. Das erscheint ja demnächst auch als Royal Blue in Deutsch. Und da geht es ja um den Sohn der amerikanischen Präsidentin und einen Prinzen aus England. Und die beiden können sich halt überhaupt nicht ausstehen. Und müssen dann aber, um die politische Lage zu stabilisieren, quasi halt vorgeben, dass sie befreundet sind. Und das führt natürlich auch dazu, dass die beiden ja so ein bisschen Schlagabtausch haben und sie können sich halt am Anfang überhaupt nicht ausstehen und dann wird natürlich noch mehr daraus. Also die kommen dann ja auch später dann zusammen und so. Und das ist dann halt eher wieder Liebesgeschichte, aber ich finde, gerade so am Anfang war das doch halt eher so, also es war schon eher am Anfang Freundschaft und hat sich dann erst zu einer Liebesgeschichte entwickelt. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal trotzdem noch für diese Frage genommen. Die siebte Aufgabe lautet dann: Freunden von Freunden. Welches Buch hat es dir aufgrund einer Empfehlung angetan? Und da hätte ich so viele Bücher nennen können, weil ich so viele Bücher allein durch Booktube oder Bookstagram entdeckt habe. Und ich habe mich jetzt für ein Buch entschieden, was ich wahrscheinlich ohne Booktube sonst nicht in die Hand genommen hätte, weil es ein Buch ist, was mich eigentlich so vom Titel her und so eigentlich gar nicht angesprochen hat, aber es haben so viele Leute darüber geschwärmt. Und zwar ist es The Seven Husbands of Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid. Und ja, es ist so eigentlich überhaupt nicht mein Genre. Es fällt überhaupt nicht in mein Beuteschema. Aber es haben so viele Leute davon geschwärmt. Zum Beispiel Alina von Shopping for Moon. Die liebt dieses Buch ja total abgöttisch. Und dann war ich halt einfach neugierig, was dahinter steckt. Und habe es halt zur Hand genommen und habe es genauso geliebt. Und das ist für mich so irgendwie ein perfektes Beispiel für Bücher, die man irgendwie entdecken kann, obwohl man eigentlich gar nicht in dem Genre richtig viel liest. Dann gerade fällt mir auch noch ein, hätte ich auch Die Nachtigall gut dafür nennen können von Kristin Hannah, weil das auch etwas ist, was ich vor allem durch BookTube entdeckt habe. Und ja, deswegen liebe ich auch diese Bücher-Community so sehr, weil man einfach auch manchmal einfach über den eigenen Tellerrand ein bisschen hinausblicken kann und einfach Bücher entdecken kann, die man sonst nie gegriffen hätte und die man dann absolut liebt. Und ja, das war die siebte und letzte Aufgabe. Und als letztes möchte ich natürlich auch noch ein paar Leute taggen. Und zwar habe ich mich jetzt entschieden für Sarah von A Court of Wanting Books, Mel von 1000 Pages of a Fangirl und Alina von Shopping for Moon. Und ich bin schon sehr gespannt auf eure Videos und eure Antworten. Und ich hoffe, wie immer, dass euch dieser Tag gefallen hat. Ihr könnt mir ja gerne auch mal eure Antworten unten in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.